Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 28. Februar dieses Jahres haben wir an dieser Stelle über die Notwendigkeit gesprochen, die im Land Brandenburg angebotene Familienerholung an die Inanspruchnahme von Angeboten der Familienbildung zu koppeln. Und der heutige Antrag der CDU-Fraktion stellt erneut die Familienbildung in den Vordergrund, diesmal mit dem Ziel, entsprechende Angebote als Anspruch zu formulieren, indem sie in das Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Brandenburg aufgenommen werden. Aus Sicht der FDP-Fraktion ist die rechtliche Fixierung eine überaus sinnvolle Regelung, da sie Rechtssicherheit für die Eltern bzw. werdenden Eltern schafft und dazu beiträgt, dass familienbezogene Bildungsangebote nach einheitlichen Standards weiterentwickelt werden. Damit würden wir endlich der in diesem Hause oft betonten Bedeutung der Familienbildung nachkommen und einen rechtlichen Rahmen schaffen, der über Absichtserkundungen, Bekundungen und informelle Bündnisse hinausginge. Meine Damen und Herren, das föderale Prinzip in der Bundesrepublik bedingt, dass nicht alle Bundesländer die Verankerung der Familienbildung in ihren AGSGB 8 vorgenommen haben. Frau Kollegin Schulz-Höpfner hat schon darauf hingewiesen, es ist nur noch das Saarland, Bayern und das Land Brandenburg. Ich will Ihnen anhand zweier drei Beispiele mal verdeutlichen, wie eine rechtliche Fixierung im Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes aussehen kann. Der damalige rot-rote Berliner Senat hat im Jahr 2005 die Familienbildung in § 21 seines AGKJHG verankert. Dort heißt es, Familienbildungsangebote, die den verschiedenen Lebenssituationen unterschiedlicher Familienformen Rechnung tragen, sind in Abstimmung mit den Angeboten der freien Jugendhilfe und unter Berücksichtigung der Angebote der Volkshochschulen zu entwickeln. Ebenso das Bundesland Bremen, auch von der SPD regiert, hat die Familienbildung bereits im Jahr 2000 in § 29 seines AGKJHG festgeschrieben. Und weil hier gerade von Ihnen, Herr Baske, gesagt wird, das seien ja auch alles nur Stadtstaaten, weise ich Sie abschließend nochmal auf die Regelung im AGKJHG in Schleswig-Holstein hin. Bekanntermaßen kein Stadtstaat, sondern ein Bundesland, welches die Landesregierung immer sehr gerne als Vergleichsbundesland heranzieht. Dort hat die damalige schwarz-rote Landesregierung auch eine Regelung in das dortige AGKJHG eingefügt. Also was sollten wir in Brandenburg daraus schlussfolgern? Ganz grundsätzlich, das Thema Familienbildung eignet sich nicht für parteipolitische Grabenkämpfe, sondern hat unabhängig der politischen Färbung der jeweiligen Landesregierung Eingang in Gesetzestexte gefunden. Zweitens muss das Konzept zur Familienbildung in Zusammenarbeit mit den Familienverbänden und den örtlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zügig umgesetzt und regelmäßig evaluiert werden. Der entsprechende Bericht liegt vor und es ist nun an der Landesregierung, die darin enthaltenen Informationen und Empfehlungen zügig in Landesrecht umzusetzen. Und drittens, ob dies in Form einer Verordnung geschieht oder das Thema Familienbildung Eingang in das brandenburgische AGKJHG findet, ist dann von Bedeutung, wenn es um die Frage geht, ob Familien einen Rechtsanspruch auf Angebote der Familienbildung erhalten sollen. Und an dieser Stelle sagen wir als Liberale ganz deutlich ja. Wir werden künftig zwar weniger Familien im Land Brandenburg haben, die Vielfalt der Problemlagen bleibt jedoch die gleiche. Insofern sollte Brandenburg sich an den Beispielen der genannten Bundesländer orientieren und nicht bei einem so sensiblen Aspekt der Familienpolitik hinterherlaufen. Wir begrüßen daher sehr ausdrücklich den Antrag der CDU-Fraktion. Selbstverständlich stimmen wir einer beantragten Überweisung in die entsprechenden Ausschüsse zu, aber auch sonst stimmen wir dem Antrag zu. Vielen Dank.